Meine sehr verehrten Damen und Herren Stadträte, meine sehr verehrten Gäste, ich begrüße Sie zur Sitzung des Stadtrates und eröffne hiermit die 41. Sitzung des Stadtrates. Ich stelle die ordnungsgemäße Einberufung zur heutigen Sitzung fest und es sind 40 Stadträte bisher erschienen. Der Stadtrat ist damit beschlussfähig. Entschuldigt haben sich die Stadträte Otto, Gruß, Reichel, Schuch, Ansorge, Gehrisch und Frau Stadträtin Brande. Vor Eintritt in die Tagesordnung bitte ich auf die geltenden Regeln nochmal, möchte ich auf die geltenden Regeln nochmal aufmerksam machen und diese auch verlesen. Erstens, Bild, Film, Video und Tonaufnahmen aller Art sind generell nicht gestattet, außer hier im hinteren Saalbereich, den ich für die Presse für die Stadtratssitzung zugewiesen habe. Zweitens, für das Rathaus insgesamt gilt, es dürfen keine lärmproduzierenden Gegenstände benutzt werden. Mit Ausnahme von einfachen optischen Sehhilfen, wie zum Beispiel Brillen, dürfen sonstige optische Sicht- und Vergrößerungsgeräte, wie zum Beispiel Ferngläser, nicht benutzt werden. Transparente Plakate und Banner sind nicht erlaubt. Das Zeigen von politischen Aussagen, beispielsweise auf Kleidungsstücken, ist nicht gestattet. Flugblätter dürfen im Rathaus nicht verteilt oder ausgelegt werden. Eine Störung der Sitzung, insbesondere Zwischenrufe, sind nicht gestattet. Drittens, im Zuschauerbereich des Bürgersaals, das heißt auf der Bürgergalerie, sind Handys und andere mobile Endgeräte auszuschalten. Diese Regelungen habe ich aus gegebenen Anlass angeordnet. Sie dienen insbesondere dazu, den ordnungsgemäßen Sitzungsverlauf zu gewährleisten und für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen, ein Mindestmaß an Ordnung und Sicherheit herzustellen. Tagesordnungspunkt 1, allgemeine Regularien. Für die Unterzeichnung der Niederschrift schlage ich Ihnen die Stadträte Herrn Pescher und Frau Luther vor. Ist da Einverständnis? Danke. Dann möchte ich auf das Mitwirkungsverbot gemäß § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung hinweisen und bitte Sie anhand der Tagesordnung zu prüfen, ob bei Ihnen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung Ausschließungsgründe nach § 20 Gemeindeordnung vorliegen. In den Fällen, wo das angezeigt ist, bitte ich, das beim Protokoll zu melden. Die öffentliche Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates vom 24.05. haben wir Ihnen zur Kenntnis gegeben. Die Einsichtnahme in den nicht öffentlichen Sitzungsteil, in die Niederschrift des nicht öffentlichen Sitzungsteils wurde Ihnen angeboten. Einwendungen liegen mir nicht vor, somit stelle ich Kenntnisnahme fest. Gibt es Ihrerseits Einwände oder Anmerkungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall, dann treten wir in den weiteren Fortgang der Tagesordnung ein. Tagesordnungspunkt 3, Anfragen der Stadträte. Als erstes bitte Herr Rudolph. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, ich beziehe mich auf die Beantwortung meiner Fragen vom März vergangenen Jahres und frage, wie viele unterversorgte Haushalte, Gewerbeeinrichtungen und öffentliche Einrichtungen wurden seither durch Telekommunikationsanbieter im Eigenausbau ertüchtigt und wie viele Haushalte, Gewerbeeinrichtungen und öffentliche Einrichtungen sind gegenwärtig noch unterversorgt. Dabei beziehe ich mich auf die noch geltende, aber eigentlich technisch längst überholte Grenze von 30 Megabit pro Sekunde im Download. Zweitens, in welcher Höhe wurden in den letzten 10 Jahren Mittel für die Verbesserung der Breitband-Internetversorgung aufgewandt? Wie hoch lag dabei der städtische Anteil und wie viele Anschlüsse wurden auf diese Art und Weise von der Unterversorgung befreit? Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Stadtrat Rudolph, bezugnehmend auf den ersten Punkt Ihrer Anfrage können wir Ihnen nun mitteilen, wie viele Haushalte der Stadt Zwickau und Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen in den sogenannten weißen Flecken, das heißt in unterversorgten Ausbaugebieten, in der erfolgten Antragstellung auf Bundesfördermittel enthalten sind. Dabei handelt es sich im Einzelnen um 436 Haushalte, 78 Gewerbebetriebe und
6 öffentliche Einrichtungen, also insgesamt 520 unterversorgte Anschlussnehmer. Alle anderen Haushalte, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen sollten entweder bereits über 30 Mbits verfügen, über 30 Mbits im Eigenausbau erhalten bzw. können als Homes Passed eingestuft werden, Kabel vor Grundstücksgrenze vorhanden und somit über einen Kabelnetzbetreiber erschließbar sein. Prinzipiell bleibt allerdings festzustellen, dass hinsichtlich der vorliegenden Daten immer gewisse Unschärfen zu verzeichnen sind. Deutschlandweit liegen abschließend keine zu 100% exakten Daten zur Versorgungsgraden der Haushalte, Gewerbeeinrichtungen und öffentlichen Einrichtungen vor. Somit waren auch bereits im Zuge des Förderverfahrens bislang mehrmals Präzisierungen an den weißen Flecken Ausbaugebieten erforderlich. Die im Zeitraum 2010 bis 2018 aufgewandten Mittel für die Verbesserung der Breitband-Internetversorgung betragen insgesamt 81.788,38 €. Für in diesem Zusammenhang beantragten und als förderfähig eingestuften Leistungen wurden der Stadt Zwickau bisher insgesamt 39.605,58 € Fördermittel des Bundes und 19.476 € Fördermittel des Landes ausgezahlt. Für die Erarbeitung der vorliegenden Zielnetzplanung Leerrohrverlegung wurden darüber hinaus 40.733,70 € aufgewandt. Hierfür besteht sowohl seitens des Bundes als auch des Landes keine Förderfähigkeit. Da die getätigten Aufwendungen ausschließlich aus nicht intensiven Leistungen resultieren, wurde hierdurch bisher auch keinem Anschluss eine Unterversorgung behoben. Die nächste Frage vom Herrn Stadtrat Drechsel. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, im Internetportal der Stadt Zwickau wird derzeit die letzte Posthalterei Katharinenstraße 27 für ca. 360.000 € zum Kauf angeboten. Das Verkaufsangebot hat Verwunderung ausgelöst, handelt es sich doch um einen historisch wertvollen Komplex der Innenstadt. Das markante denkmalgeschützte Gebäude sollte künftig eine im Kontext der Innenstadtentwicklung sinnvolle Nutzung erfahren und keinesfalls dem Risiko ausgesetzt werden, zur Investruine oder zum Spekulationsobjekt zu werden. So gibt es die Idee, die letzte Posthalterei nach entsprechender Anpassung an Notwendigkeiten als neue Spielstätte für das Theater in der Mühle und Räumlichkeiten für die Theaterverwaltung zu nutzen. In diesem Zusammenhang die Fragestellung: Wer hat entschieden, die letzte Posthalterei zum Verkaufsobjekt zu machen? B. Was sind die Gründe? Und C. Was spricht aus Sicht der Verwaltung gegen die Überlegung, die Posthalterei für das Theater zu verwenden? Liebe Gäste auf der Bürgergalerie, ich bitte Sie, die Sitzplätze in Anspruch zu nehmen, weil ansonsten unseren Bedingungen Richtung Brandschutz und Fluchtweg nicht eingehalten werden. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel, nach Prüfung verschiedenster Vorstellungen und Varianten zur Nutzung hat die Verwaltungsspitze im Sommer 2017 gemeinsam entschieden, die Posthalterei zum Verkauf anzubieten. Das Bestandsgebäude weist zum überwiegenden Teil einen Standort von vor 1990 auf. Für eine zukünftige Nutzung sind umfangreiche Um- und Ausbauten erforderlich. Aufgrund des baulichen Zustandes der Posthalterei ist perspektivisch gesehen eine Komplettsanierung notwendig, um den aktuellen Normen und dem Stand der Technik gerecht zu werden. Barrierefreiheit, Brandschutz, energetische Standards, um nur einige zu nennen. Im Jahr 2015 wurde eine Studie erstellt, in der mögliche Nutzungsvarianten und die damit verbundenen Kosten für die Posthalterei betrachtet wurden. Dabei hat auch die Verwaltung den Vorschlag geprüft, den Sie heute aufbringen zur Prüfung.
Es wurde auch die Nutzung der Räumlichkeiten der Posthalterei als mögliche Spielstätte des TIM sowie die Integration einer gastronomischen Einrichtung geprüft. Der dafür notwendige Investitionsbedarf lag schon 2015 bei mindestens 1,7 Millionen Euro. Aufgrund der Baupreisentwicklung in den letzten Jahren muss aktuell von einem weitaus höheren erforderlichen Investitionsvolumen ausgegangen werden. Zudem sprechen auch Raumhöhe und vorhandene Raumzuschnitte nicht für eine Nutzung als Spielstätte. Brandschutz nach Versammlungsstättenverordnung sei hier wiederum nur beispielhaft genannt. Eine Nutzung als Ausweichspielstätte für das Puppentheater kam aus den genannten Gründen ebenfalls nicht in Frage. Gegenwärtig wird der historische Gebäudeteil für private Veranstaltungen genutzt. Sie kennen es als Zwickauer, zum Beispiel für Hochzeiten, Firmenfeierlichkeiten etc. Es wird also situativ bezogen auf einzelne Veranstaltungen genutzt. Selbst bei dieser nur punktuellen Nutzung kam es öfter zu Beschwerden aus der anliegenden Nachbarschaft infolge von Lärmbelästigung. Gerichtsverfahren aus diesem Grund waren anhängig. Dies erweist sich auch als Hürde für eine Nutzung des Innenhofs als Spielstätte des TIMs. Hier kann ich mir vorstellen, dass der jetzt als Ausweichspielstätte gut hergerichtete und vor allem von den Zwickauern gut angenommene Mahlsaal nach Abschluss der Gewandhaussanierung Spielstätte für das TIM werden kann. Im Zuge der Suche nach Ausweichobjekten für die Verwaltung des Theaters, wir haben jetzt einmal Ihnen genannt die Argumente, die gegen die Nutzung als Spielstätte sprachen. Wir haben auch darüber nachgedacht, Verwaltung des Theaters dort unterzubringen, wurde ebenfalls geprüft. Aufgrund der Rahmenbedingungen vor Ort, fehlende Parkplätze, keine Anbindung an die Breitbandversorgung, bereits genannter Sanierungsbedarf, war das Gebäude auch für Verwaltungs- und Büronutzung als nicht geeignet eingestuft worden. Es haben sich auch Private mit der schönen Posthalterei befasst. Es hat sich die Diakonie an uns gewendet. Unter anderem wurde durch die Stadtmission Zwickau die Möglichkeit der Einrichtung eines Stützpunktes ihrer Geschäftsstelle, die in der Lothar-Streit-Straße nur sehr beengt ist, und die Einrichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung geprüft. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs wurde dies selbst unter Einbeziehung von Fördermitteln von der Diakonie nicht weiterverfolgt. Im letzten Jahr, nach der gemeinsamen Entscheidung zur Ausschreibung, wurde durch ein Wertermittlungsverfahren der Verkehrswert bestimmt, wie von Ihnen benannt, im Internet veröffentlicht, 360.000 Euro. Zu diesem Wert wird das Objekt seit Oktober 2017 öffentlich zum Verkauf angeboten und es wurde auch auf der Expo Real 2017 in München vorgestellt. Im Ausschreibungstext wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich um ein Objekt mit hohem Denkmalschutzwert in zentraler Lage handelt. Ein Verkauf erfolgt nur an einen solventen Investor mit schlüssigem Konzept und mit der Verpflichtung, dieses Kulturdenkmal zu erhalten und entsprechend der Vorgaben des Denkmalschutzes zu sanieren. Dies ist auch im Hinblick auf die von Ihnen genannten Punkte, wie gedenkt die Verwaltung, eine Investruine oder als Spekulationsobjekt die Posthalterei zu verhindern. Bis heute gab es ein konkretes Angebot, welches eine Etablierung von Wohnraum im Bereich Neubau und im historischen Gebäudeteil vorsieht. Dem stehen die Auflagen des Denkmalschutzes entgegen, weshalb es nicht zu einem Verkauf für eine Wohnnutzung kam. Die Stadt bewirbt das Objekt unterdessen weiter und nutzt, wie hier in der letzten Woche in Zwickau stattgefunden, auch aktuelle Branchentreffen der Immobilienwirtschaft. Nachfrage? Ja, Frau Kühler, hatte ich das vorhin richtig mitbekommen, dass in dem Gebäude kein schnelles Internet vorhanden ist in der Innenstadt?
Ja, das ist geprüft worden, als das Theater dort, wir geprüft haben, ob die mit ihrer Verwaltung dort einziehen, und so ist die Zuarbeit an mich gegangen. Gut, danke. Als nächstes bitte ich Herrn Stadtrat Siegel. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 soll in einer besonderen Aktion, einem europaweiten Glockenläuten am Internationalen Friedenstag am 21. September 2018 von 18 bis 18.15 mitteleuropäischer Zeit an die verbindende Dimension des materiellen und immateriellen Kulturerbes in Europa erinnert werden. Es sollen erstmals in der Geschichte europaweit kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam läuten und damit ein starkes Zeichen des Friedens senden. Meine Anfrage: Kann Zwickau mit den verschiedenen kirchlichen und weltlichen Glocken an dieser Aktion teilnehmen? Mit meiner Anfrage möchte ich die Teilnahme anregen, denn diese Aktion könnte gerade auch im Kontext unserer 900-Jahr-Feier ein Zeichen für Tradition und Zukunftsorientierung unserer Stadt sein. Sehr geehrter Stadtrat Siegel, wir begrüßen ausdrücklich das Anliegen des europäischen Glockenläutens. Gerade in unserer Zeit, die weltweit von Spannungen gekennzeichnet ist, sind Zeichen des Friedens besonders wichtig. Eine Beteiligung Zwickaus an der Aktion ist jedoch nur sinnvoll, wenn es gelingt, sakrales und weltliches Läuten miteinander zu verbinden. Ich werde mit dieser Zielstellung zu den Zwickauer Kirchgemeinden Kontakt aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Anregung. Dankeschön. Meine zweite Anfrage bezieht sich auf den Gedenkstein und die Grundmauerreste der ehemaligen Nikolaikirche, die bei Stadtführungen immer wieder Ziel auch von Besuchergruppen ist. Leider ist es im Moment sehr zugewuchert, das Ganze, von Hecken und Bodendeckern. Und meine Frage, ob es nicht kurzfristig möglich ist, das so freizuschneiden, dass auch Fremde dieses wichtige Kulturdenkmal entdecken. Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Siegel, in der schriftlichen Beantwortung ist aufgeführt, dass sich die Fläche im privaten Eigentum befindet. Es ist eine Wohnungsgesellschaft, die nicht zu den städtischen Tochtergesellschaften gehört. Die sind angeschrieben. Und wir gehen auch im Schritt 1 erst diesen Weg und machen es nicht gleich leicht und nehmen Eigentümerpflichten ab. Und wenn dieser Weg erfolglos ist, so habe ich es Ihnen geantwortet, wird die Stadtverwaltung das Geeignete im Sinne des Denkmals veranlassen. Herr Stadtrat Fischer, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren, Mir und nicht nur mir alleine, sondern auch den Anwohnern der dort und den Nutzern der Gartenanlage, Kindereinrichtungen und was es noch alles gibt, geht es um die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30, und zwar auf dem Kiesweg. Der Kiesweg ist eine Verbindungsstraße, ich weiß nicht, ob das jemand kennt jetzt, der Kiesweg ist eine Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen Auerbach und Schneppendorf. Es ist kein Fußweg vorhanden. Von Auerbach kommen befindet sich nach der Bachbrücke im ersten Abschnitt 4 Einfamilienhäuser, das Vereinshaus des Feuerwehrvereins, die Zugfahrt zu einer Kleingartenanlage und der Zugang zum Auerbacher Friedhof, also einer der Zugänge, wobei dort da gerne von Besuchern des Friedhofes genutzt wird, die dort in diesem Bereich auch ihre Autos abstellen am Zaun, sodass es dort also dann ziemlich eng und nicht ganz ungefährlich ist. Außerdem befindet sich, und das ist das Wichtige, am oberen Teil vom Berg die Zufahrt zu einer Kindereinrichtung. Mir geht es darum, dass mal versucht wird, da dort vielleicht mal 30 einzurichten. Ich weiß, es gab schon mal einen Vorstoß von Seiten wohl auch der Kindereinrichtung, wo sogar bei Unterschriften gesammelt wurden, was aber damals ablehnend beschieden wurde. Und was vor allen Dingen hier dort noch eine Rolle spielt, die ganze Strecke ist sehr, sehr kurvenreich.
bis Schneppendorf über sehr kurvenreich, wobei vor allem im letzten Bereich Schneppendorf, also man wirklich nur immer ahnen kann, was nach der nächsten Kurve kommt, weil man nichts einsehen kann. Aber das ist noch nicht einmal das Gröbste. Das wirklich Schwierige ist der vordere Bereich, also da bis zur Zufahrt von dem Kindergarten. Und da wäre es aus meiner Sicht sehr angebracht, dass dort das auf Tempo 30 begrenzt wird. Zurzeit steht das Schild dort, also für LKWs gesperrt, das ist ja in Ordnung. Und es steht auch ein Schild dort, das Hinweis auf Kinder. Auch das ist dort vorhanden. Aber ich glaube, der Hinweis auf Kinder reicht dort nicht alleine. Aus meiner Sicht, wie gesagt, wäre hier Tempo 30 ganz stark angebracht. Gut, und meine Frage, wird den Anliegen abgeholfen und Tempo 30 angeordnet? Und wann ist mit einer Umsetzung zu rechnen? Herr Bürgermeister Mayer, bitte. Sehr geehrter Herr Fischer, erstmal schönen Dank für die helfende Anfrage. Ich will Ihren letzten Teil in drei Antworten wie immer kurz machen. Den Anliegern wird geholfen. Zweitens, heute ist die Aufstellung der entsprechenden Verkehrszeichen durch die Straßenverkehrsbehörde angeordnet worden. Und unser städtischer Bauhof wird in den nächsten Tagen die entsprechenden Schilder anbringen. Herr Fischer. Ich wollte nur bemerken, Herr Mayer, Sie sind Ihrer Zeit voraus diesmal. Herr Stadtrat Juraschka, bitte. Na, das ist doch schön. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen, Herren Stadträte, ich habe aus aktuellem Anlass eine Frage einer Bürgerin mitgebracht, die folgenden Hintergrund hat. In Zwickauer Schulen hat es nach aktuellen Messungen zum Teil deutliche Überschreitungen des zulässigen Grenzwertes für Radon gegeben. Unter anderem wurde für das Clara-Wieck-Gymnasium sehr hohe Werte ermittelt. Meine Frage dazu ist, warum erfuhren auch wir als Schulträger, die Schulen bzw. Schulleiter, Lehrer und Schüler und deren Eltern erst aus der Zeitung davon? Und wie stellt sich die Situation aus Sicht der Stadtverwaltung eben als Schulträger dar? Welche Maßnahmen, wenn sie denn notwendig sind, werden von Seiten des Schulträgers unmittelbar und sofort ergriffen, um diese Radonbelastung deutlich auf den EU-Richtwert abzusenken? Frau Bürgermeisterin Köhler, bitte. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Juraschka, ich möchte die Anfragebeantwortung beginnen mit einer kurzen Zusammenfassung, warum das alles stattfindet. Ist eine Gesetzesänderung, die zum 01.01.2019 in Kraft tritt, aus Vorsorge und Fürsorge, aber auch um Sicherheit und Klarheit zu gewinnen, hat die Stadtverwaltung Zwickau in den Jahren 2016 bis 2017 Radonmessungen an Zwickauer Schulen vorgenommen. Dies erfolgte auch in Abstimmung mit den Verantwortlichen an den Schulen. Die Messungen wurden durch die staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft betreut und ausgewertet. Im Einzelnen, im Februar 2016 wurden alle Schulen informiert, dass die Stadt Zwickau am Radon-Messprogramm teilnimmt. Es gab also dieses Schreiben Informationen zur Teilnahme am Messprogramm mit Benennung Ansprechpartner. Daraufhin wurden in den Februarferien 2016 an allen Zwickauer Schulen durchschnittlich 8 bis 9 Messgeräte ausgelegt. Mit dem ersten Schultag nach den Februarferien 2016 hat jede Schule eine Bilddokumentation in Form einer CD versehen mit einem Anschreiben erhalten. Hierin waren Informationen enthalten, zum Beispiel zum Standort der Messgeräte, zu Informationsabläufen an das Kollegium und so weiter. Das Anschreiben sah wie folgt aus: Wichtige Informationen. In Ihrer Schule sind Radon-Messgeräte aufgestellt, und danach war der weitere Abriss, wie empfohlen wird, dass die Informationskette gehen kann. Zwischenzeitlich, konkret auch im Frühjahr 2017, gab es Kontakt zwischen Lehrern und der städtischen Stabsstelle für Wismutangelegenheiten bei Nachfragen. Dies wurde zum Beispiel von Seiten des KKG genutzt.
Ab Oktober 2017 fanden dann an 9 Schulen zusätzlich Kurzzeitmessungen statt. Auch hierüber wurden die Schulleiter vorab informiert. Zudem wurde vereinbart, dass diese Schulen umgehend nach Vorliegen der Messergebnisse eine Rückinformation erhalten. Die Ergebnisse dieser Kurzzeitmessungen liegen seit der letzten Maiwoche bzw. seit Anfang Juni 2018 vor. Ohne Zeitverzug wurden daraufhin folgende Informationen veranlasst: Schriftliche Information der Schulen über die Ergebnisse. In der Woche ab 11.06.2018 persönliche Gespräche mit einzelnen Schulleitern, unter anderem auch am Clara-Wieck-Gymnasium. 20.06.2018 Schulleiterberatungen, das heißt Gespräch zwischen den Verantwortlichen der Stadt und den Schulleitern zur Auswertung der Ergebnisse und Festlegung erster Maßnahmen. 21.06.2018, also heute war dort 14 Uhr Beginn am Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Informationsveranstaltung für Lehrer sowie Eltern- und Schülervertreter des CWG und des KKG über das Schulmessprogramm, die gesundheitlichen Auswirkungen von Radon und Maßnahmen zur Verringerung der Radonkonzentration in Gebäuden sowie weitere Fragen zu dieser Thematik unter Teilnahme von Fachleuten des SMUL im Bereich Emissions- und Strahlenschutz. Das ist der Verwaltung, die auch hier im Stadtratssaal anwesend waren, Herr Krupper und ich zugegen, zusätzlich auch noch das Hochbauamt und Herr Schaller vom Sicherheitstechnischen Dienst, aber hier kam es vorrangig auf die Fachleute aus Dresden an, die dort für die Fragen zur Verfügung stehen. Wie stellt sich die Situation aus Sicht der Stadtverwaltung als Schulträger dar? Die Messungen erfolgten in 16 Schulen. Bei 8 Schulen gibt es keinerlei Probleme. Bei 6 Schulen kann in dem relevanten Raum der Radonwert durch Lüftung auf das zulässige Niveau gebracht werden. Beim Käthe-Kollwitz-Gymnasium und dem Clara-Wieck-Gymnasium sind voraussichtlich weitere Maßnahmen erforderlich. Welche Maßnahmen werden von Seiten des Schulträgers unmittelbar und sofort ergriffen, um diese Radonbelastung deutlich auf den EU-Wert abzusenken? Radongas kann über undichte Kellerböden und Kellerwände aus dem Untergrund in die Gebäude eindringen. Eine weitere Ursache können verwendete Baustoffe sein. Als erste Maßnahme wurde sofort anempfohlen und umgesetzt und ist nachweisbar die verstärkte Lüftung der betroffenen Räume. Hinweise wurden den Schulen gegeben, begleitende Messungen erfolgen. Weitere Maßnahmen, die im Einzelfall zur Verminderung des Radongehalts getroffen werden müssen, sind für jeden Raum und für jedes Gebäude separat zu ergreifen. Es ist also wichtig, den Pfad des Radongases herauszufinden, um die Ursachen am KKG und Clara-Wieck-Gymnasium genau zu bestimmen, haben heute auch schon Vororttermine, Hochbauamt und mit dem Sachverständigen stattgefunden. Und die Stadtverwaltung, die Oberbürgermeisterin und Herr Mayer und ich sagen auch ganz deutlich und haben das auch so vereinbart, dass alle Maßnahmen, die erforderlich sind an den Schulen, auch in baulicher Hinsicht so zeitnah wie möglich umgesetzt werden können. Idealerweise, soweit dies erforderlich ist, auch in den Sommerferien. Danke, Frau